So, hallo und herzlich willkommen. Wir spielen noch eine Runde mit unserem Druiden-Deck. Ihr seid auf der linken Seite. Ein schönes Nerf-Deck, weil es halt Antworten hat am Anfang. Malfurion! Beziehungsweise halt eben ins Endspiel kommt und dann halt eben auch die großen Karten hat. Also ein gemischtes Deck. Ich muss die Wildnis schützen. Gute Frage, was behalten wir hier am Anfang? Ihn schmeißen wir mal raus, weil ja, wir werden eh nicht viele, die ist gut. Den behalten wir, falls ein Lass die Hunde loskommt. Und den Ace, die lassen wir auch mal noch ersetzen. Den hätte ich zwar noch drin lassen können. Ja, aber der ist eigentlich auch ganz gut. Der Panther ist gut. Und den nehmen wir jetzt auch gleich. So. Ich hätte vielleicht nicht gleich coinen sollen, aber... Na, schauen wir mal. Der spielt nicht mal Zweier. Den kriege ich natürlich hiermit nicht weg, aber hiermit... Na, wie das arme Tier jammert. Wandernd. Überleg noch. Gut, nächste Runde, Runde 3. Wir haben gerade noch richtig da. Deswegen einfach einmal Schaden direkt. Kann ich mal nachwürfeln? Und er will einen Card Draw. Was haben wir Schönes? Nicht. Aber der hat natürlich schön 3. Deswegen. Eure Magie wird euch nicht treffen. Das war's. So. Nächste Runde können wir dann Druide der Klaue. Als Tank. Sowas ist natürlich... Auf in die Schlacht, Mane! Ist natürlich wahnsinnig Gegner drücken. Weil jetzt... Und fertig ist die Laube und er hat kaum mehr Karten. Schaut er jetzt auch nach. Er spielt einen Tierbegleiter. Der ist natürlich praktisch, wenn er so einen Tank spielt. Niemand kommt an mir vorbei. Das ist natürlich die Sekunde für meinen schwarzen Ritter. Scheinen die Karten zu fehlen. Wir schützen unseren schwarzen Ritter noch ein soll bisschen. Ich bin unbesiegbar. Wir nehmen hier noch was rein. Für die Wildnis. Extra Schild und es steht 26 zu 20. Nächste Runde können wir dann Borki spielen. Ein Lass die Hunde los mit 2. Ohne Waldwolf. Wirklich? Really? Damit kriegt er 1 weg. Und
Oh. Einmal Fetch gehen. Einmal Fetch gehen. Und ihm gehen die Karten aus. Gut gespielt. Ja, das weiß ich. Gut gekämpft. Ich ergebe mich. Gut gespielt. Und das war die Antwort. Wir sind wieder ein kleines Stückchen weiter. Ja, bei ihm waren halt die Fehler drin. Also, er hat beide Waldwölfe auf den Mall gespielt. Den Grund dafür kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil eine Runde später hätte er ja dann... Und das hat er dann komplett verschwendet. Ja, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge für das Deck habt, schreibt diese bitte unten in die Kommentare. Zusätzlich würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ihr kennt ja die ganze Chose immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!